Insgesamt 1,2 Kilo Bacon. Oh Manu, wir gucken dir mal über die Schulter. Ja, die Röstzwiebeln werden langsam auch. Sehr schön. Das ist schön. Machst du gut. Ja, Bräuschen. Küche, dann geht's gleich weiter. Bergkäse wird noch gerieben und Hackfleisch haben wir zwei Päckchen, 600 Gramm, 615 Gramm. Und das eine wird mit dem Odenwälder Feuerküche-Gewürz gewürzt und das andere Packel mit Salz, Pfeffer, Paprika, ganz einfach. Ja, und dann gucken wir mal, für welche Bombe wir was verwenden. Ja, und wenn das dann alles soweit ist, können wir anfangen, Bacon Bomb zusammenzubauen. Jawohl, ja. Holt den Käse aus dem Keller noch. Weil wir brauchen ja ordentlich Käse in der Bacon Bomb. So. Oh, was bringst du alles an Käse? Ich bringe jetzt noch einen Gouda und einen Mozzarella. Gouda und Mozzarella hört sich gut an. Und der Emmentaler? Der war doch drin. Also doch reiben. Ach so, da bringe ich dann. Du willst sowieso reiben. Wer hätte nur den Bergkäse? Das reicht doch nicht. In Kässpatzen muss ganz viel Käse drin sein. Sonst sind es keine Kässpatzen. Ich sag ja, wir bringen hier einmal ein bisschen Kultur in die Pfalz. Die älteste. Ich glaube, heute werde ich noch erwürgt. Mit was kommst du daher? Ja, mit Buchenschnipsel gewässert. Gewässerte Buchenschnipsel. Damit die Entscheidung steht, die Bacon Bombs kommen nachher auf den Gasgrill und werden halt noch hier ein bisschen mitgeräuchert. Also, ich hocke nicht die ganze Zeit rum. Ich mache auch zwischendurch meine Sachen. Huhu! So. Habt ihr sie gesehen? Habt ihr sie gesehen? Da kommt sie an und schreit mir ins Ohr. Also, wir haben viel Spaß heute wieder. Jeder macht ein bisschen was, immer wieder. Wie gesagt, ich baue jetzt nachher die Bacon Bombs dann zusammen. Da stehen dann die Mädels um mich rum und gucken zu. Und ihr natürlich auch. So, meine Lieben, es geht los mit der ersten Bacon Bomb und zwar mit der Kässpatzenfüllung. Das muss ich hier erstmal auswickeln. Ja, wie von Bacolan. Ja, jetzt habe ich es genau verkehrt rumliegen. Weil die möchte ich oben haben. Eigentlich ist es wurscht, aber naja. Hier frisch geriebener Bergkäse. So, nett im Hintergrund huscheln. Ja, ich hoffe, man sieht das so gut. Jawohl. Dann haben wir hier unser Hackfleisch, 600 Gramm, das muss ausreichen. Und das verteilen wir hier jetzt auf dem Bäckennetz. So, Schüssel weg. Also es muss ausreichen, weil mehr haben wir nicht. Und das wird Krach da draußen. Wer ist das jetzt? Wasser. Manne, oder? Ja. Euch erwürgen! So, das verteilen wir hier jetzt schön. Und wenn ich das verteilt habe, schalte ich euch wieder dazu. So, soweit so gut. Und jetzt kann ich abschätzen, wie viel Spätzle wir brauchen. Das tue ich hier drüben gerade raus. Ja, das reicht. Ungefähr die halbe Ladung, was wir gemacht haben. Bergkäse rein. Was haben wir noch für Käse? Emmentaler.
tun wir natürlich noch einen Emmentaler auch noch mit rein. Schüttnei. Gouda. Ja, ein bisschen Gouda können wir auch noch mit rein tun. Gut. Und ein bisschen Mozzarella, oder? Ja, wenn du ihn schon da hast. Gut, den Rest braucht man dann für die andere. So, und wenn wir jetzt viel zu viel haben, naja, dann können wir uns das später immer noch in der Pfanne nochmal warm machen. Und ich glaube, das ist jetzt definitiv zu viel für die Bacon Bomb. Aber Hauptsache schön viel Käse. Ich glaube, später gibt es noch Käsespätzle pur. Ich muss mal kurz schimpfen hier. Manne! Kannst du ein bisschen leiser reden? Danke! Immer das Geschrei im Hintergrund. Blutige Hennerköpfe. Ja, doch. Das ist auf alle Fälle genügend Käse mit Spätzle. Dann hauen wir uns hier noch ordentlich von den richtig tollen, angeschmorten, gebrutzelten Zwiebeln rein. Und was ich jetzt vergessen habe, Leute, noch extra Pfeffer noch mit rein. Aber du schnappst dann Pfeffer. Ja, genau. Und streust hier jetzt noch richtig schön Pfeffer drüber. Warte, ich verteile noch die restlichen Zwiebeln. So, Schüssel kann auch weg. Und jetzt hier rum schön Pfeffer drüber noch. Kann schon noch ein bisschen. Du kannst auch hinter der Cam vorkommen. Ist vielleicht einfacher. Gut. Ja, das reicht. Salz haben wir vorher schon genügend rein. So, und jetzt fangen wir mal an. Bacon Bomb hier seitlich zuzumachen. Ja, hier wir mal an. Einmal so drüber. So. Einmal die Seite und meine Schuhe putzen wieder. Ich weiß. So, und dann haben wir nämlich schon die Seiten dieses Mal zu. Ich weiß, ich habe es früher auch anders gemacht, die Seiten hinterher verschlossen, aber heute hat sich so sehr gut angeboten. Und jetzt versuchen wir das Bömmchen hier schön einzurollen. Wie das funktioniert. Thank you.
Und wenn die Matz jetzt zu bleibt beim Grillen, ist das eine richtig geile Beckenbomb. Richtig, richtig geil. Ah, hast du ein Einstechthermometer gefunden? So. Und deswegen auch immer am Bacon freilassen, wichsen, überlappen. Tja, Leute, fertig werde die erste. Die packen wir hier jetzt nochmal ein. Und dann darf die noch so lang in die Kühlung. Bacon jetzt Nummer 2, dieses Mal mit diesem Odenwälder Drachengewürz, Feuergewürz, ach was weiß ich, gewürzt. Und hier mache ich jetzt genau dasselbe, erstmal das Hackfleisch schön ausbreiten. Könnt ihr mal im Hintergrund aufhören, die Ananas hier wegzufressen? Ja, genau dich meine ich. Und dich? Mein Mund ist leer. Ja, ja, jetzt. Meine Tochter. So, Spatzel, du tust mir jetzt einen Käse hier drauf. Welchen hättest du denn gerne? Auch wieder gemischt. Gut. War. Nee, nee, nee. Wohin denn, mein genau, Schatz? Genau, einfach drauf. Gut. Dankeschön. Was war das für einer? Gouda. Gut. Dann gibst du mir noch eine Ladung. Emmentaler? Ja. Bisschen würziger. Noch ein bisschen. Gut, das reicht. Das andere ist Mozzarella? Nee, da keinen mehr. Gut. So. Haben wir schon einen Curry da? Hier ist Thai Curry. Thai Curry oder ich habe auch normale. Egal, was willst du? Mir wurscht. Riech mal. Riecht gut. Ja. Ja. Dann kannst du hier jetzt schön über den Käse ein bisschen Curry drüber streuen. Schön verteilt. Über den ganzen Käse. Nichts auslassen. Ja, ich piesacke wieder. Kommt jetzt. Mach nichts. Gut, das reicht. Gut, Doris, die Frau mit der Ananas. Du kannst auch hinter der Camp vorkommen. Hau drauf. Verteilen wir mal die Ananas. Na, das reicht schon fast. Na komm, den Löffel kannst du draufhauen. Und jetzt kannst du Ananas futtern. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt mag ich nicht mehr. Dann kommt noch unsere Putenbrust drauf. Hier ein bisschen Abstand, dass das noch so halbwegs zum Einrollen geht. Und siehe da, wir haben noch genügend Putenbrust übrig, genügend Spätzle und ja, da werden wir uns dann morgen noch eine schnelle Mahlzeit zusammenbauen. So. Und jetzt dasselbe Spiel wie vorhin. Heute von der Seite eingerollt zuerst. Schön andrücken. So. Von der anderen Seite auch. Schwupp. So. Und dann gucken wir mal, wie wir die zum Einrollen kriegen. Leute, ich weiß es. Normalerweise bräuchte man für so eine Baconbomb in der Größe mindestens 800 Gramm Hackfleisch, wenn nicht sogar ein Kilo. Aber wer soll das alles essen? Und deswegen haben wir uns eben entschlossen, hier etwas weniger Hackfleisch zu nehmen. Und ja, genau. Weil wir wollen ja nichts übrig lassen, nichts wegschmeißen müssen.
auch wenn wir jetzt heute hier und hier ein paar Leute mehr sind, es muss trotzdem nichts weggeschmissen werden, definitiv nicht. Dazu ist das Zeug alles viel zu teuer und viel zu schade und viel zu lecker. So. Und dann. Rollen wir hier einfach mal weiter. Und dann dasselbe in der Richtung. Und ich hoffe wirklich, dass die Yoshis nicht aufgehen. So. So. Tja. Kommt jetzt auch noch in die Kühlung schnell kurz. Die Handschuhe sind weg und der Ananassaft ist jetzt meine Belohnung.